zum nächsten Kampf des heutigen Abends. Kampf Nummer 13 der Profis. Gekämpft wird bei den Männern bis 77 Kilo, dreimal 5 Minuten. Ladies and gentlemen, we're fighting MMA with the man. 3x5 minutes, 77 Kilo. So, meine Damen, ich rufe auf. In der blauen Ecke vom Gym, Team Cobras, Serbia, Coach Daniel Kokora. Score, 2 Kämpfe, 1 Sieg, 1 Niederlage, Alter 32. Meine Damen und Herren, heißen Sie willkommen in der blauen Ecke, Dalibor Zetko! I never look back, 'cause I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. So, und jetzt geht Schlag auf Schlag. Der nächste Kampf steht an. Der Serbe Dalibor Zetko gegen Michailov Sjanikov, der bekannte Fighter aus Wittlich. Gekämpft wird bis 77 Kilo nach Profi-Regelwerk. Dalibor Zetko! Sein Gegner in der roten Ecke vom Integra Fight Wittlich Gym. Coach Wladimir Schwarz, Thomas Grotto. Score 6 Kämpfe, 4 Siege, 2 Niederlagen. Alter 22. Meine Damen und Herren, heißen Sie willkommen in der roten Ecke Michael Ovsianiko! So, jetzt wird's laut in der Halle. Den Jungen kennt hier wirklich jeder. Ja, der sieht heiß aus, hä? Voller Vorfreude, lacht, kampfbereit. Oh,
Michael Ovsjannikow. Applaus, meine Damen und Herren. So, jetzt sind die Kämpfer gekämpft bereit. Gekämpft wird bei den Männern MMA bis 77 Kilo, 3x5 Minuten. Ladies and gentlemen, we're fighting MMA, 77 Kilo, 3x5 Minuten. It's fight time! So, Michael Ovsjannikow, extrem gefährlich im Stand. Schnelle Fäuste, lange Arme und auch mit einem beachtlichen Judo-Background, also selbst Standboden ist man nicht sicher gegen ihn und an dem Boden auch richtig geskillt, also ein ganz, ganz schwieriger Gegner für den Serben. So, los geht's. Ringfrei für Runde 1. Erste. Ah, da kommt schon direkt die Faust von Mischa. Und ein Takedown, ein mächtiger Takedown von Mischa. Schön ausgehoben. Ah, ist halt die Side Control. Und macht da gut Druck nach vorne. Wenn Micha was kann, dann Druck machen. Das kann er wirklich sehr gut. So, zurück in die Close Guard. Aber Dalibor hängt da mit dem Kopf auch im Netz. Am unteren Teil des Rings und kommt da nicht weg und muss sich jetzt Schläge nehmen von Mischa. Publikum feuert ihren Held hier an. Na komm, die kommen gut durch. So, steht er wieder auf. Und wieder zurück in die Guard. Schönes Ground Pound, Körperkopf. Kombination. Oh ja, die hört man auch hier die Schläge. Das Druck dahinter. Ich weiß jetzt, Dalibor hat jetzt mal gerade so einen halben Kimura-Ansatz da, aber nee, funktioniert natürlich nicht. Oh, jetzt zusammenrücken, jetzt wird's gefährlich. Arbeitet er sich davor voran. Micha kann wirklich sehr gut würgen. Lange, dünne Arme. Ja, lange, das dünne ist super Arme. Gefährlich. Ja, ist es auch, ist es auch. Also Würger, Guillotine, alles ist... Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu weit nach oben rutscht und an die Backmount verliert, aber so wie es aussieht, haben wir alles zu und das Tapdown, das war ein ganz starke Mut. Leistung von Herrn Ovsjannikow. Überlegen. Besser hätte man es nicht machen können. Nach dem Takedown hat er seinem Gegner keine ruhige Sekunde mehr gelassen, um wieder in den Kampf zurückzukommen. Also da war gar nichts zu machen für den Serben. Pure Domination. Ja. Ja, da war der Micha schon anderes Kaliber. Mächtiger Takedown, Kontrolle im Boden und sich dann zum Rücken hingearbeitet und dann zugemacht. So, meine Damen und Herren. Fighters into the middle, please. Come to the center. So, Gewinner durch
Rear Naked Choke, Rote Ecke, Michael Ozianico! Ja, an der Leistung gibt es nichts auszusetzen. Einwandfrei. Ja. Damit der vierte Sieg für Integra Fight. Und alle durch Submission heute. Am heutigen Abend und alle durch Submissions. Ja, ich verstehe den Wink. Ja, aber es wird beeindruckend. Alle richtig solide Ground Skills.